Wie bekommt man eigentlich Melodien hin, die nach düsterem Techno-Charakter klingen? Berghain, Tresor, sowas in der Richtung. Ich, Kai Czonnesfili, werde euch zeigen, wie man das Ganze mit Freeware umsetzen kann. In der Videobeschreibung stelle ich euch alle Tools vor, die ihr dort auch direkt runterladen könnt. Viel Spaß mit diesem Tutorial! Zunächst einmal brauche ich dafür einen Synthesizer, der hochwertig und lebendig klingt und der so ein bisschen Eigenleben mit sich bringt. Und dafür eignet sich der Xilz 3 in der Beat Edition, der ist ja kostenlos, hervorragend für. Spiele ich den ganzen mal an in seiner Standardeinstellung. Super. Ich brauche allerdings jetzt ein polyphones Patch, der ist jetzt hier noch auf Mono gestellt. Und ich brauche so eine, ja, so eine Soundscape, sage ich mal. Genau das, was jetzt hier auch steht. Und ich nehme jetzt einfach mal das hier. Sehr gut. Von der Richtung stimmt es ungefähr. Ich brauche aber einen Moll-Akkord, denn ich brauche einfach diese melancholische Stimmung. Und dafür ziehe ich mir den Multi-Note-Effekt von Bitwig rein. Also, ich könnte jetzt einen Moll-Akkord einspielen. Ich bin aber ein bequemer Mensch, deswegen nehme ich hier diesen Multinoten-Generator und aktiviere mir hier drei Noten, die zusammen einen Moll-Akkord ergeben. Spiele ich das Ganze mal an. Sehr gut, das ist die melancholische Stimmung, die ich haben will. Jetzt nehme ich noch den Space Delay, wieder diesen kostenlosen. Und hier mache ich eigentlich Folgendes. Ich suche mir jetzt nur Parameter raus, die nach Stereobreite klingen, die nach Vintage, die nach Feedback, Dreck und so weiter klingen. Und das Mixverhältnis stelle ich auf 100%, denn es soll einfach ja, noch breiter, noch schwammiger werden. Okay, jetzt werde ich mal beim Spielen hier die Parameter so raussuchen, dass das Ganze ein bisschen Vintage und dreckig klingt. Super. Und jetzt brauche ich nur ein schmales Frequenzband davon. Also ich will keine Tiefen, ich will keine Höhen, denn das soll einfach nur so ein schmales Atmosphärenband werden. Das heißt, ich kann hier diesen Low und diesen High-Cut nehmen und das Ganze ein bisschen beschneiden. Super, und damit bin ich schon fertig. Jetzt hören wir uns das mal im Kontext an, zu diesem knüppelharten Techno-Beat. Also ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Noten vorbereitet, ganz easy, C, C und Cis und das war's. Und das Interessante ist ja, ich nehme jetzt mal ein anderes Preset, mal sehen, wie es dann klingt. Also diese Grundatmosphäre, die ist halt noch da, eben weil ich so einen Moll-Akkord habe und weil das Ganze durch diesen Space Delay geht. Ohne wäre das weniger interessant. Ja, cool. Jetzt habt ihr also so ein lockeres Grundrezept mit viel Flexibilität am Start, womit ihr so melancholisch verwaschene Sounds für Techno-Produktionen und noch andere Genres machen könnt. Das war's schon wieder mit diesem Video und damit verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Channel. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ihr konntet ein bisschen was lernen. Tschüss!